Sind Sie viel unterwegs? Können Sie ungehindert reisen oder werden Sie durch Barrieren beim Reisen behindert? In diesem Filmbeitrag geht es um die Barrierefreiheit der Fernlinienbusse. Wir blicken zurück auf die Arbeit der Meldestelle Barrierefreie Fernlinienbusse und schauen auf die aktuelle Situation der Barrierefreiheit. Mein Name ist Dörte Mark, ich bin Moderatorin und darf Sie durch den Beitrag begleiten. Mir liegt das Thema sehr am Herzen, denn auch ich bin ein Mensch mit einer Beeinträchtigung. Ich bin blind und auf barrierefreies Reisen angewiesen. Mobilität bedeutet Bewegung, Freiheit und Lebensqualität. Mobilität sollte für uns alle selbstverständlich sein. Doch Menschen, die mit einer Beeinträchtigung leben, stoßen beim Reisen häufig auf Barrieren. Mobilität ist dann allzu oft nicht immer und manchmal überhaupt nicht möglich. Der BSK, der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., hat das Thema Barrierefreiheit zu einem seiner Schwerpunktthemen gemacht. Er hat in den vergangenen 6 Jahren die Umsetzung der Barrierefreiheit in Fernlinienbussen begleitet. Der BSK hat die Meldestelle Barrierefreie Fernlinienbusse ins Leben gerufen. Diese Meldestelle ist seither erste Ansprechpartnerin für Menschen, die mit einer Beeinträchtigung in Fernlinienbussen reisen möchten. Die Barrierefreiheit in Fernlinienbussen wurde stufenweise umgesetzt, wie uns Julia Walter vom BSK erläutert. Start war die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes im Herbst 2012. Und da wurde die Barrierefreiheit in den Fernlinienbussen gesetzlich mit 2 Rollstuhlplätzen festgeschrieben. Die erste Stufe der Umsetzung galt ab dem 01.01.2016 für alle neu angeschafften Fernlinienbusse. Und die zweite Stufe der Umsetzung gilt jetzt eben seit dem 01.01.2020 für alle Fernlinienbusse. Die Meldestelle ist nicht nur Ansprechpartnerin für Reisende mit einer Beeinträchtigung, sondern auch für Bushersteller und Betreiber von Fernbuslinien, wie wir von Ulrike Boppel vom BSK hören. Wir standen von Anfang an mit Herstellern und Betreibern in Kontakt, um gemeinsam Probleme zu erkennen und auch Lösungen zu finden. Wie hat der BSK konkret die Umsetzung der Barrierefreiheit in Fernlinienbussen vorangetrieben? Im Herbst 2013 wurde eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen. In dieser Gruppe kamen Busbetreiber, Bushersteller und Verbände der Behindertenselbsthilfe zusammen. Das Resultat ihrer einjährigen Arbeit war das Lastenheft Barrierefreiheit in Fernlinienbussen, allgemeine Anforderungen zur barrierefreien Gestaltung in Fernlinienbussen. Damit gab es erstmalig eine Orientierung für alle Beteiligten, wie Barrierefreiheit in Fernlinienbussen umgesetzt werden kann. Und das Lastenheft zeigte, Barrierefreiheit in Fernlinienbussen ist möglich. Das Lastenheft war auch die Grundlage für das im Mai 2017 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebene Handbuch. Dazu später mehr. Um die Barrierefreiheit in den Fernlinienbussen zu überprüfen, bildete die Meldestelle Mobilitätsscouts aus. Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen wurden in einem 4-tägigen Workshop qualifiziert und gingen anschließend auf Testfahrten durch das gesamte Bundesgebiet. Die Ergebnisse der Testfahrten wurden ausgewertet und von der Meldestelle an die Busbetreiber wiedergespiegelt. Die Meldestelle hat darauf hingewirkt, dass das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Mai 2017 ein Handbuch zur Barrierefreiheit im Fernlinienbusverkehr herausgegeben hat. Dieses Handbuch ist ein Leitfaden und gibt einen Überblick über die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit in Fernlinienbussen. Und darüber hinaus gibt das Handbuch weitere Empfehlungen zum Ausbau von Teilhabechancen für alle Menschen im Fernlinienbusverkehr. Um zu diesem Handbuch zu gelangen, können Sie mit Ihrem Handy den eingeblendeten QR-Code abscannen. Von Beginn an wurde die Meldestelle vom IAD, vom Institut für Antidiskriminierungs- und Diversity-Fragen in Ludwigsburg, begleitet. Dazu Julia Schickeril vom IAD. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Julia Schickri. Ich bin Ethnologin, Kulturanthropologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Antidiskriminierung und Diversity-Fragen an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Unser Team, bestehend aus Frau Prof. Dr. Aschenbrenner-Wellmann, Lea Geldner
und mir durfte die zweite Evaluation für den BSK durchführen bezüglich der Barrierefreiheit in Fernbuslinien. Bei unserer diesjährigen Evaluation ging es darum, den Ist-Zustand, heißt den heutigen Zustand, aufzuzeigen, den Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung haben. Was für Probleme ergeben sich nach wie vor für diese Personengruppen auf den Fernbuslinien? Welche Schwierigkeiten gibt es? Welche Lösungsansätze haben diese aber auch? Hier versuchten wir mit qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, den Ist-Zustand aufzuzeigen, und interviewten sowohl Menschen mit Gehbeeinträchtigungen, Mobilitätsbeeinträchtigungen, aber auch die Unternehmen selber. Zwar hatte die aktuelle Corona-Situation Auswirkungen auf die Durchführung der Evaluation, doch sie konnte dennoch erfolgreich abgeschlossen werden, wie uns Julia Schickeril berichtet. Zu Anfang muss natürlich auch hier auf die Corona-bedingten Schwierigkeiten aufmerksam gemacht werden. Wir konnten dieses Jahr die Interviews nicht live mit den mobilitätsbeeinträchtigten Personen führen, konnten das aber dankenswerterweise über Telefoninterviews. Auch die Kontaktaufnahme und die Motivation auf Seiten der Unternehmer fiel eher geringer aus, was natürlich aufgrund des Sektors dieser Branche auch nachvollziehbar ist. So war es uns nur möglich, mit zwei der Unternehmen zu kommunizieren und von diesen Stellungen zur Barrierefreiheit in Fernbuslinien zu erhalten. Ein Unternehmen hat uns gar nicht geantwortet und auch auf vermehrte Kontaktaufnahme nicht reagiert. Julia Schickeril und ihr Team filterten aus den Interviews mit den Mobilitätsscouts Kernaussagen heraus und bündelten diese zu Handlungsempfehlungen. Hier hören wir die wichtigsten Kernaussagen. Einer der ersten Punkte, der von den allermeisten interviewten Personen genannt worden ist, ist das Ticketing. Die Mobilitätsbeeinträchtigung beginnt oftmals schon beim Ticketkauf. Oft ist die Möglichkeit, ein Ticket zu besorgen bzw. einen Rollstuhl anzumelden, schon so eine Hürde, dass das ganze Ticketing nicht als barrierefrei zu sehen ist. Eine der wichtigsten Forderungen, die sowohl von Unternehmerseite als auch von Seiten der interviewten Personen mit Mobilitätsbeeinträchtigung immer wieder zur Sprache kam, war der Wunsch nach einheitlichen Systemen. Sowohl einheitlichen Liftsystemen, aber auch einheitlichen Befestigungssystemen. Je nach Busmodell sind diese Systeme natürlich anders, je nach Unternehmen sind die Systeme anders. Somit ist auch eine konstante Schulung des Buspersonals eigentlich unabdingbar, um die ganzen verschiedenen Systeme zu kennen. Der Wunsch ist hier sehr deutlich geworden, dass es hier, wenn möglich, doch um eine einheitliche Richtlinie geht, und zwar nicht nur um eine innerdeutsche Einheitlichkeit, sondern, wenn irgend möglich, um eine europäische einheitliche Richtlinie. Das komplette Interview mit Julia Schickeril und den Evaluationsbericht finden Sie im Internet unter www.barrierefreifüralle.de. Barrierefrei für alle in einem Wort. Die Meldestelle bildete über 100 Mobilitätsscouts aus, die im gesamten Bundesgebiet die Barrierefreiheit in Fernlinienbussen verschiedener Anbieter überprüften. Sie nahmen die gesamte Reisekette unter die Lupe, also auch das Buchungssystem und die Busbahnhöfe. Einer der Mobilitätsscouts ist Volker Schilling. Er machte seine erste Testfahrt direkt am 1. Januar 2016, also mit Start der Einführung der ersten Stufe der Barrierefreiheit in Fernlinienbussen. Ja, blinde Menschen, wo ich nun auch zugehöre, reisen entweder mit dem weißen Langstock oder auch mit dem blinden Führhund, so wie ich. Der blinden Führhund gehört zu der Gruppe der Assistenzhunde. Die erste Testfahrt für die Meldestelle des BSK habe ich von Bremen nach Hannover gemacht. Der Bus war natürlich nicht barrierefrei, das war mir schon vor Antritt der Reise klar. Weiterhin gab es eine Diskussion mit dem Fahrer, er könne meinen Hund nicht mitnehmen, weil er dürfe keine Haustiere transportieren. Dann habe ich ihn darauf hingewiesen, freundlich, dass das kein normaler Hund ist, sondern ein Assistenzhund. Somit ein Hilfsmittel und dass das auch in den Geschäftsbedingungen von Flixbus steht. Und dann hat er meinen Hund auch mitgenommen nach Hannover. Bei ihren Testfahrten achten die Mobilitätsscouts auf ganz bestimmte Gegebenheiten. Welche Aspekte sie genau betrachten, hören wir jetzt von Volker Schilling. Bei einer
Reise achte ich darauf, dass die gesamte Reisekette mitbewertet wird oder betrachtet wird. Das beginnt mit der Online-Buchung, kann man auch telefonisch machen. Die Reise im Bus, wie komme ich zur Starthaltestelle, wie komme ich von der Endhaltestelle an meinen gewünschten letztendlichen Zielpunkt. Es hilft mir nicht, wenn der Bus barrierefrei ist, auch zwei Rollstuhlfahrerplätze hat und auch mein Hund mitgenommen wird, aber ich nicht zur Abfahrtshaltestelle komme, weil der öffentliche Nahverkehr nicht barrierefrei ist oder die Straßen das nicht hergeben. Zur Unterstützung habe ich eine Checkliste, die wird von mir sozusagen abgearbeitet. Da trage ich mir meine ganzen Informationen ein während der ganzen Reise, die ich gesammelt habe. Volker Schilling ist wie ich blind. Auf seinen Testfahrten berücksichtigt er aber nicht nur die Belange von Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, sondern auch die Belange von Menschen mit anderen Beeinträchtigungen. Explizit achte ich bei einer Testfahrt darauf, gerade für die Gruppe der Blinden und Sehbehinderten, wo ich auch zugehöre, dass Blindenleitsysteme vorhanden sind, Brailleschrift im Bus oder an den Endhaltestellen oder Abfahrtshaltestellen, sowie auch akustische Ansagen an den Haltestellen und natürlich auch im Bus. Das ist ganz wichtig. Es bringt mir nicht, wenn der Bus zwischendurch öfters anhält und ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich achte natürlich auch auf andere mobil eingeschränkte Personen wie Rollstuhlfahrernutzer, dass die Bordsteinkanten bis zu 3 cm abgesenkt sind oder auch müssen visuelle Anzeigen an den End- und Abfahrtshaltestellen sein und im Bus natürlich für Hörgeschädigte. Volker Schilling hat bereits über 50 Testfahrten gemacht. Auf welche Barrieren er dabei gestoßen ist, hören wir im Folgenden. Ja, die größten Probleme war eigentlich immer wieder der Hund. Der Hund, weil der Fahrer wollte den Hund nicht mitnehmen. Und da gab es immer wieder Diskussionen. Und was auch immer problematisch ist, auf großen Busbahnhöfen den richtigen Bussteig als Blinder oder Sehbehinderter zu finden. Sehr viele Menschen da durchzukommen und auch Diskussionen mit Fahrgästen im Bus, weil ich brauche immer 2 Plätze nebeneinander und die sind ja nicht reserviert. Rechts im Fußraum liegt mein Hund und links neben sitze ich. Eine Mitbürgerin hat mich dann aufs Äußerste beschimpft, wie ich einen dreckigen Hund mit in den Bus bringen könnte, aber hat Gott sei Dank der Fahrer dann eingeschritten. Nicht nur die Mobilitätsscouts, sondern auch die Mitarbeiterinnen der Meldestelle schauten der Einführung der 2. Stufe der Umsetzung der Barrierefreiheit in Fernlinienbussen mit Spannung entgegen. Ab dem 1. Januar 2020 sollen alle Busse im Fernlinienverkehr barrierefrei sein. Wir waren dann sehr gespannt, ob ab dem 01.01.2020 wirklich die vollständige Barrierefreiheit hergestellt wird. Die Praxis hat uns dann aber leider etwas anderes gezeigt. Die Meldestelle fragte bei den Busbetreibern nach. Sie wollte wissen, wie viele ihrer Busse sind nach § 42b Personenbeförderungsgesetz in Verbindung mit § 62 Absatz 3 Personenförderungsgesetz und der EU-Regelung Nummer 107 barrierefrei. Flixbus setzt zu 100% barrierefreie Fernlinienbusse in Deutschland ein. Das klingt nach einer sehr guten Nachricht. Doch können die Mobilitätsscouts das bestätigen? Von den in 2020 noch 17 durchgeführten Testfahrten wurden 11 abgelehnt. 6 ohne Nennung von Gründen, 5 explizit wegen mangelnder Barrierefreiheit. Zum aktuellen Stand der Barrierefreiheit in Fernlinienbussen befragte die Meldestelle Politiker des Deutschen Bundestags. Hören wir dazu Matthias Gastel, Bündnis 90 Die Grünen, Sprecher für Bahnpolitik seiner Fraktion. Wir haben jetzt keine aktuelle Übersicht, da ja in diesem Corona-Jahr kaum Fernbusse gefahren sind, inwiefern diese Vorschrift tatsächlich umgesetzt wurde. Wir haben aber immer wieder Beschwerden von Menschen im Rollstuhl, die uns mitteilen, dass irgendetwas nicht funktioniert, dass keine Rampe vorhanden ist, dass kein Platz ist im Bus. Und das sind natürlich Zustände, die dürfen nicht sein, denn die Rechtslage ist klar und die Übergangsfristen waren mehr als lang genug für die Fernbusunternehmen,
sich darauf entsprechend einzurichten. Lars Rieck, Rechtsanwalt des BSK, wurde ebenfalls zu diesem Thema befragt. Die Barrierefreiheit im Bereich der Fernbusse ist für mich derzeit katastrophal. Zwar gibt es entsprechende Normen, die gut und richtig sind, von den Unternehmen aber nicht umgesetzt werden. Stattdessen verweisen sie meistens auf separate Beförderungsmöglichkeiten oder schließen die Mitnahme sogar gleich aus. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Diese Statements zeigen, dass die Barrierefreiheit in Fernlinienbussen noch weit von 100% entfernt ist. Unsere Mobilitätsscouts werden oft schon an der Telefonhotline abgewiesen, mit der Aussage der Mitarbeiter, dass auf der gewünschten Strecke keine barrierefreien Busse eingesetzt werden können. Und da fragen wir uns natürlich, wie das sein kann, wenn Flixbus doch angibt, dass 100% ihrer Busse in Deutschland barrierefrei sind. Doch es gibt wohl auch Fernlinienbusbetreiber, die ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommen und in ihrer gesamten Flotte barrierefrei sind. Dazu noch einmal Julia Schickeril vom IAD. Die Forderung, bis 2020 eine vollumfängliche Barrierefreiheit zu erreichen, konnte in unserer Studie 2 von 3 Unternehmen gewährleisten. Das ist zum einen Pinkbus gewesen und zum anderen Blablabus. Das größte Unternehmen allerdings, Flixbus, hat sich nicht bereit erklärt, hierzu Stellung zu nehmen. Das zeigt natürlich auch vielleicht den Stand des Unternehmens selber zur der Problematik der Barrierefreiheit in Fernbussen. Ist natürlich für diese Personengruppe aber ein sehr großes Ärgernis, denn gerade Flixbus ist das Unternehmen, das die meisten Strecken bedienen kann. Vielleicht gibt es ein Kommunikationsproblem oder das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline ist noch nicht ausreichend. Auf die Frage, werden Ihre Mitarbeiter der Callcenter für die Belange von Reisenden mit Beeinträchtigung geschult, antwortete Flixbus. Die Buchungen werden über speziell geschulte Mitarbeiter vorgenommen. Die zentrale Mitarbeiterin dafür ist übrigens auch selbst Betroffene. Nun ja, die Praxis zeigt etwas anderes. Offensichtlich gibt es noch Verbesserungsbedarf. Die Mobilitätsscouts, die bei der Buchung angaben, dass sie einen E-Rollstuhl nutzen, der den Beförderungskriterien im Fernbus entspricht, wurden direkt abgewiesen. Die befragten Politiker äußerten sich dazu wie folgt. Ich finde, wir brauchen eine gesetzliche Klarstellung, dass die Nutzerinnen und Nutzer von Elektrorollstühlen nicht von der Beförderung ausgeschlossen werden dürfen. Alle Fernbusse, die müssen so gestaltet und beschaffen sein, dass sie problemlos E-Rollis befördern können. Da ist klar für uns, dass auch Menschen im elektrischen Rollstuhl mitgenommen werden müssen. Da kann es keinen Ausschluss geben, ob das ein mechanischer oder ein elektrischer Rollstuhl ist. Darf hierfür keine Rolle spielen. Busse, die nicht den aktuellen gesetzlichen Standards zur Barrierefreiheit entsprechen, haben, und da bin ich glasklar, auf unseren Straßen nichts verloren. Obwohl seit dem 01.01.2020 laut Gesetz alle Fernlinienbusse barrierefrei sein müssen, sind keine Kontroll- oder Sanktionsmaßnahmen vorgesehen. Dies wäre dringend erforderlich, weil offensichtlich noch Busse unterwegs sind, die nicht barrierefrei sind. Hierzu Stimmen aus der Politik. Sanktionsmechanismen und fehlende klare Regelungen dazu, wer das, was wir in Gesetze geschrieben haben, eigentlich überprüft, sind zentrales Problem der Barrierefreiheit in Deutschland. Dass Gesetze einzuhalten sind, das sind wir uns, glaube ich, alle vollkommen einig. Die Genehmigungen für Fernbuslinien erteilen die Bundesländer oder deren beauftragte Behörden in Kommunen oder Landkreisen. Und genau diese müssen auch sicherstellen, dass die Voraussetzungen für die Genehmigung vorhanden sind. Und dazu gehört glasklar auch die Barrierefreiheit. Andernfalls darf diese Genehmigung nicht erteilt werden. Zuständig für die Kontrolle sind hier die Polizeien der Länder. Es gibt keine Regelung zur Überprüfung der Barrierefreiheit im Gesetz, weil es dem Gesetzgeber offensichtlich nicht wichtig war. Ich finde, die Einhaltung gesetzlicher Regelungen muss überprüfbar sein und die Zuständigkeiten hierfür müssen klar geregelt sein. Auch die Tatsache, dass gesetzlich keine konkreten Sanktionsmaßnahmen vorgesehen sind, ist vom Gesetzgeber so
gewollt, sonst würde es die ja geben. Weil aber niemand Sanktionen zu befürchten hat, sind fast ein Jahr nach der geltenden Pflicht nur noch barrierefreie Fernbusse einzusetzen, immer noch nicht alle Fernbusse barrierefrei. Für mich ist auch da ganz klar, ein Bus, der die geltenden Vorschriften nicht einhält, ist kein Fernbus. Und ein Betreiber, der entsprechende Busse einsetzt, darf daher keine Genehmigung für sein Angebot bekommen, weil er diese Leistung eben nicht wie vorgeschrieben erbringt. Richtig ist, dass alle erkannt haben, etwas in Gesetze zu schreiben, das dann nicht sanktioniert ist, macht überhaupt keinen Sinn und unterstreicht nicht die Ernsthaftigkeit, die Politik beim Thema Barrierefreiheit und Inklusion an den Tag legen muss. Die Bundesregierung befasst sich bereits mit diesem Thema, wie wir von Michael Dohnt hören. Wir haben mittlerweile feststellen müssen, dass die Genehmigungsbehörden das zum Teil nicht flächendeckend umsetzen. Deshalb ist im Referentenentwurf der neuen Personenbeförderungsgesetznovelle für nicht barrierefreie Fernbusse ein Bußgeldtatbestand enthalten. Das Bußgeld soll, wenn es denn so beschlossen wird, letztendlich, wofür wir eintreten, pro Verstoß bis zu 10.000 Euro ausmachen. Und damit wollen wir dann, und ich glaube, das ist ganz in Ihrem Sinne, auch die letzten schwarzen Schafe bekommen. Ein wesentliches Problem bei der Beförderung von Rollstühlen stellt das für den Transport benötigte Sicherungssystem dar. Das Gesetz besagt, dass Rollstühle während der Fahrt gesichert sein müssen. Dies erfolgt durch ein kombiniertes Rollstuhlrückhaltesystem und Personenrückhaltesystem. Das Gesetz legt sich auf kein bestimmtes Sicherungssystem fest. In der Fernlinienbusbranche entscheiden sich die meisten Betreiber für den sogenannten Kraftknoten. Dieses Sicherungssystem erlaubt dem Busfahrer eine schnelle und einfache Handhabung. Problematisch ist allerdings, dass bisher nur wenige Rollstühle mit diesem Sicherungssystem ausgestattet sind. Der Kostenträger übernimmt die Kosten nur dann, wenn der Kraftknoten für die Beförderung zur Arbeit benötigt wird. Wird das Sicherungssystem für die Beförderung im Freizeitbereich benötigt, müssen die Kosten selbst getragen werden. Auch für Flixbus ist diese Regelung nicht eindeutig. Die Ungleichbehandlung der Verkehrsbetreiber steht im Missverhältnis zur Nutzung. Flixbus setzt die Maßnahmen zu hohen Kosten und mit hohem Aufwand um. Andere kümmern sich darum überhaupt nicht. Vor allem die Infrastruktur der barrierefreien Stationen stellt eine Herausforderung dar. Noch immer sind geschätzt 50% der Haltestellen nicht barrierefrei. Da macht das insgesamt nur wenig Sinn. Dazu zwei Statements aus der Politik. Ich finde, wir brauchen eine gesetzliche Klarstellung, dass die Nutzerinnen und Nutzer von Elektrorollstühlen nicht von der Beförderung ausgeschlossen werden dürfen. Alle Fernbusse, die müssen so gestaltet und beschaffen sein, dass sie problemlos E-Rollis befördern können. Der Kraftknoten ist hier eine gute Möglichkeit für den Busfahrer, der im Fernbus noch nicht so häufig mit einer sicheren Verzurrung und Befestigung von Rollstühlen zu tun hatte, eine sichere und für alle leicht handhabbare Lösung an der Hand zu haben. Diese Aussagen unterstreichen, dass der Kraftknoten eine gute und sichere Möglichkeit ist, einen Rollstuhl im Fernbus zu sichern. Die entstehenden Kosten für die Umrüstung von mindestens 1.000 Euro sollten vom Kostenträger übernommen werden. Die Politik sollte sich dafür einsetzen, dass Rollstuhlnutzerinnen und Nutzer einen Anspruch auf diese Zusatzausstattung haben. Und welche Probleme gibt es sonst noch? Wofür sollten sich Politiker in Sachen barrierefreie Fernbusse einsetzen? Eine Verpflichtung zur barrierefreien Mobilität ist aber keine Einbahnstraße oder eine einseitige Verpflichtung nur für den Busunternehmer. Der Bund schafft Vorschriften für möglichst flächendeckende Barrierefreiheit. Die Fernbusunternehmen können nur kaufen, was am Markt verfügbar ist. Und Hersteller von Bussen und Rollstühlen auf der anderen Seite sind ebenfalls gefragt, gemeinsam gute technische Lösungen zu erarbeiten, die unabhängig von der Art und Besonderheit des Rollstuhls universal passen und einfach von Busfahrern auch anzuwenden sind. Problematisch sehe ich noch die bauliche Infrastruktur an den Haltestellen, an den zentralen Omnibusbahnhöfen,
sowie auch an den entsprechenden Zuwägungen. Hier müssen die Bundesländer und Kommunen sich an die eigene Nase fassen und zeitnah nachsteuern. Meine Vision ist, dass wir Barrierefreiheit vernetzt denken und dass wir die gesamte Reise in den Blick nehmen. Und dazu zählt der Buchvorgang im Internet, der barrierefrei sein muss, der Antritt der Reise am Bahnhof, denn nicht alle Busbahnhöfe sind, wie ich schon gesagt habe, barrierefrei, dann die barrierefreie Beförderung im Bus und die Ankunft am Endbahnhof. Das muss man vernetzt und miteinander denken, weil es herzlich wenig bringt, wenn nur einer dieser Reisepunkte barrierefrei ist. Es muss die gesamte Reisekette barrierefrei ausgestaltet sein. Oft wird unter Barrierefreiheit rollstuhlgerecht verstanden. Ich finde, das ist ein Problem, weil es so passieren kann, dass beispielsweise Menschen mit Sehbehinderung nicht berücksichtigt werden. Generell finde ich wichtig, dass die Infrastruktur, öffentliche Verkehrsmittel, Dienstleistungen so gestaltet sein müssen, dass sie von allen Menschen gleichermaßen genutzt werden können, ob sie jetzt eine Behinderung haben oder eben nicht. Und wichtig finde ich auch, dass Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, sich nicht schon Tage vorher für ihre Reise anmelden müssen. Die wollen genauso flexibel sein wie andere Reisende auch. Und da müssen, glaube ich, manche Fernbusunternehmen etwas flexibler werden, sich darauf einzustellen. Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass uns als Grüne im Bundestag die Betrachtung der gesamten Reisekette besonders wichtig ist. Denn man muss ja erstmal zum zentralen Omnibusbahnhof, an dem die Fernbusse starten, kommen. Und meistens muss man von dem Bushalt, wo man aussteigt, auch weiterkommen. Das heißt also, die gesamte Reisekette, auch die Anreise mit U-Bahn, mit S-Bahn, mit einem Nahverkehrsbus, all das gehört auch mit rein in die Betrachtung. Barrierefreiheit darf sich nicht auf ein bestimmtes Verkehrsmittel oder einen bestimmten Ort beschränken, sondern Barrierefreiheit muss für alle Wege und alle Verkehrsmittel gelten. In unserem Koalitionsvertrag steht, dass wir barrierefreie Mobilität fördern wollen. Wir novellieren jetzt das Personenbeförderungsgesetz und werden da den Bereich Barrierefreiheit sehr kritisch in den Blick nehmen. Nimmt man das große Ganze in den Blick, dann ist die Situation in Deutschland für Menschen mit Behinderung in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Aber natürlich sind die Baustellen immer noch immens. Seitens der Politik erwarte ich, dass die Unternehmen von der Politik an ihre Verantwortung erinnert werden. Ich fordere, dass nur noch Unternehmen, die die Vorschriften ordnungsgemäß umsetzen, mit Beförderungsaufträgen bedacht werden. Wir brauchen Barrierefreiheitsbeauftragte in allen Unternehmen. Auch das könnte überdacht werden, ob wir dafür nicht eine Art Verpflichtung einführen. Und schließlich müssen wir schlichtweg von der einzig autogerechten Stadt. Barrierefreiheit muss stets auf der Tagesordnung stehen, wenn es um neue Planungen geht. Angenommen, Ihnen als Mensch mit einer Beeinträchtigung wird die Reise im Fernbus verweigert. Was können Sie dann tun? Hören wir hierzu den Rechtsanwalt Lars Rieck. Menschen mit Elektrorollstühlen und anderen Rollstühlen müssen sich nicht auf separate Beförderungsmöglichkeiten verweisen lassen. Genauso wie Menschen ohne Rollstuhl haben sie einen Anspruch auf Mitnahme in Fernbussen. Betroffene können sich wehren. Wenn sie nicht befördert werden, können sie das Unternehmen abmahnen, wenn die Nichtbeförderung offensichtlich auf dem Mitführen eines Rollstuhls begründet ist. Und wie geht es weiter mit der Meldestelle für barrierefreie Fernlinienbusse? Ja, auch wenn die Projektförderung jetzt zu Ende geht, werden wir weiter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und die Politik hat insgesamt erkannt, dass es hier Lücken gibt. Sie muss diese nun schließen, um Barrierefreiheit vollständig umzusetzen. Und es darf hier wirklich keine Ausnahmen geben. Reisende, die mit einem Fernlinienbus unterwegs sind und Probleme beispielsweise bei der Beförderung von Rollstühlen feststellen, können sich weiterhin an die Meldestelle wenden. Das ist wichtig für unsere Arbeit, denn es gibt aktuell keine Stelle, die die Barrierefreiheit in den Fernlinienbussen überprüft. Deshalb werden wir das auch weiterhin machen und sind auf die Erfahrungen von Betroffenen angewiesen. Abschließend danken wir allen, die diesen Filmbeitrag möglich gemacht haben.
insbesondere den Politikerinnen und Politikern, die für Interviews zur Verfügung standen, und Flixbus, der als einziger Betreiber die Fragen der Meldestelle per Mail beantwortet hat. Die aktuelle Corona-Situation stellt insbesondere Fernlinienbusbetreiber vor große Herausforderungen. Aber diese Situation darf nicht zum Nachteil von Barrierefreiheit werden. Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für Mobilität. Mobilität ist die Voraussetzung für Teilhabe und Selbstbestimmung. Und dazu gibt es keine Alternative. Matthias Gastel war selbst bereits unterwegs mit Menschen mit Beeinträchtigungen, um sich ein Bild davon zu machen, wie Barrierefreiheit unter anderem in Fernlinienbussen umgesetzt wird. Mit dieser Geschichte möchten wir uns verabschieden. Ich war vor einigen Jahren auf einer Tour unterwegs mit zwei Menschen im Rollstuhl und zwei Menschen mit Sehbehinderung. Wir haben da extra eine Testfahrt durch Baden-Württemberg geplant und durchgeführt mit insgesamt 6 verschiedenen öffentlichen Verkehrssystemen. Dem Nahverkehrsbus, dem Fernbus, der U-Bahn, der Stadtbahn, der S-Bahn, dem Regionalzug. Wir haben alle möglichen öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Und wir haben bei nahezu jedem der Verkehrsmittel Barrieren gespürt. Spalten, die zu überbrücken waren, Treppen, die zu überwinden waren, Schwingtüren, die eine Gefahr für die Menschen mit Sehbehinderung dargestellt haben, Informationssysteme, die für Menschen mit Sehbehinderung nicht nutzbar gewesen sind. Also eine ganze Menge Hürden, eine ganze Menge Barrieren. Und das hat nochmal deutlich gemacht, wie lang der Weg zur wirklichen barrierefreien Mobilität ist. Aber wir haben in der Gesellschaft immer mehr ältere Menschen, immer mehr Menschen mit einem Handicap. Das bedeutet, die Barrierefreiheit wird immer wichtiger. Aber Barrierefreiheit dient ja nicht nur denen, die darauf angewiesen sind, sondern Barrierefreiheit macht das Leben auch vielen anderen Menschen. Beispielsweise Eltern mit Kinderwagen, Reisenden, die ihr Fahrrad mitnehmen, die viel Koffer und viel Gepäck dabei haben, viel, viel einfacher. Das heißt, es ist eine Aufgabe, die wir für die Menschen mit Behinderung, aber auch für die gesamte Gesellschaft viel, viel ernster nehmen müssen. Und wir müssen die gesamte Reisekette und nicht nur einzelne Verkehrsmittel im Blick haben.